Logbucheintrag Nummer 38. Captain Kirk Beard an Bord des Aufklärungsschiffs Enterforge. Unser Außenteam ist gerade dabei, sich einen Weg zu den Maultieren der Karawanenmitglieder zu bahnen. Dabei scheinen sie jedoch eine ganze Horde Piraten aufgescheucht zu haben. Wir hören den Kampflärm bis hierhin. Diese Höhle hallt ziemlich effektiv. Wir sind aber zuversichtlich, dass sie ihnen zeigen, was Zwergenholz ist. Oh shit, it's a trap! So, jetzt gucken wir doch mal. Von da kommen sie angerannt. Also zurück zum Heilstein. Jedenfalls lassen wir uns jetzt erst einmal zum Heilstein zurückfallen. Und müssen gucken, dass wir den Dicken ausschalten. So, das war ein guter Schuss. Haben wir noch einen Rain of Arrows hinterher? Okay, der ging ins Leere, leider. So, heilen wir mal alles. Und machen sie jetzt platt. Doch, dich will ich. Force Field an. So, dich ausschalten. Now caravanners will take care of. We need to find an exit from the camp suitable for the moles. Jo, das können wir machen. Erstmal heilen wir uns hoch. Und dann nehmen wir mal den Shadow und schauen uns hier um, ob hier noch Zwergensteine rumliegen. Bevor ich den Exit nehme. Wir können zwar einfach zum Exit gehen, der warnt uns ja vor. Aber er warnt uns zum Beispiel nicht vor, ob solche Dinger hier rumliegen. Oh, und ich möchte mit dem Forcer den roten Stein bitte einsammeln. Der müsste hier liegen, genau. So. Ja, Taste 4 ist praktisch, wenn man sie alle sammeln möchte. So. Oh ja, und da drüben ist noch etwas Energie. So, die hätte ich auch noch gerne. Da hinten sehe ich übrigens auch noch Energie. Jo. Oh, da unten ist auch noch Energie, aber da schicke ich nur einen hin. Jo. Hier oben wäre sicherlich ein super Platz, um sich zu verteidigen gewesen. Weil mit den... Okay, ich habe noch alle Rüstungen auf mindestens Stufe 2 oben. Runenstein jetzt erst einmal. Der war hier hinten, glaube ich. Der Runenstein, genau, dann füllen wir nämlich schnell wieder die Rüstungen auf. Hier ist eh der Ausgang.
Charakters. Ja, 2 Punkte für den Smash Pist fehlen noch. Und eigentlich sollten wir mit der Energie, die wir da haben, alle auffüllen. So. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob die Entscheidung, alles in Energie umzuswitchen, das Spiel einfacher oder schwieriger gemacht hat. Also dadurch, dass es die grüne Dinger nicht mehr gibt. To take the mouse out, we'll have to whack the guards at the main gate. It's the only way. Mhm. Great. Let's roll. Das Smashfist ist schon begeistert davon. Oh. Hallo, Großer. Das heißt, es geht erstmal wieder zur Erkundung. Zum Auskundschaften mit unserem... Na, da hoch kann ich nicht dashen, schade. Ich habe aber jetzt gerade die gesamte... Alle Piraten aufgescheucht. Alle Wachposten, dadurch, dass ich da eine Rauchbombe hingeschmissen habe. Gibt es auf der Seite noch was zum Verstecken? Ja, da würde es was geben, aber von wo aus komme ich dann da weiter? Das ist halt so die gute Frage. Okay, sie haben mich gesehen. Ich stelle mal wieder alle auf Kampf. Haus Forcefield an. Lass dich mal da hinten hinbomben. Oh, da ist oben ein Sniper, den ich gerade nicht sehen kann. Ah, doch, da. Oh. Und ein paar andere gute Genossen. Mein Forcefield ist abgelaufen. Ich könnte dich in Stoneform schicken. Machen wir das doch einfach mal. Das ist immer noch nicht aufgefüllt. Okay, mein Smashfist, mein Shadow ist halb tot. Das haben wir aber gleich. Okay, er ist wieder da, weil wir... Ah, kann der Shadow mal den da ausschalten? Jo. Das hat gewirkt. Wo ist jetzt... Ah, das ist instant aufwecken, der Defibrillator. Das ist gut. Okay. Da ist immer noch einer. Ich hoffe mal, das waren jetzt endlich alle. Nein, es kommt noch einer. Ja, Fernkampfduell. Er unterliegt, weil mein Shadow schneller schießen kann. Aber der Defibrillator ist schon eine geile Scheiße, ey. Ja.
Ich hätte wirklich erst gucken müssen, dass ich die Scharfschützen hier ausschalte. Bevor ich irgendwelche Dummheiten hier gemacht hätte. Weil die Scharfschützen sind ja irgendwie das Hauptproblem hier wahrscheinlich gewesen. So, plus 80 Energie, das ist gut. Wir haben nämlich schon wieder circa 240 verballert. Au. Oh. Da sind noch mehr von den Jungs. So. Ich habe es bis zum Heilstein mit ihm geschafft. Jetzt muss ich es vom Heilstein wieder hochschaffen. Ah ja, dadurch das blaue Zeug durch. Gut. Ja, wir haben das Haupttor ein bisschen perforiert. Schnappen wir uns mal alle. Bringen sie zum Heilstein und zum Runenstein. Wobei heilen, sie sind alle voll. Dank dem Defibrillator Upgrade der Rüstung des Bestiens. Ja, manchmal rentiert sich das wirklich, alles abzugraden. So, geheilt sind alle. Ich weiß immer noch nicht, wo die letzten beiden Steine für den Smash-Fist abgeblieben sind. So. Die werden ja hoffentlich nicht so platziert gewesen sein, dass man sie übersehen kann. Weil bei den Tunnelübergängen waren ja immer die, Bemerkung, dass noch Steine fehlen. Aber wenn so Zwischensequenzen kommen... Okay, die haben coole Maultiere. This cry can come only from one creature in this land, this large queen. But what is she doing so far from the swamp on this old track? If she is chasing us, she won't stop until she kills every one of us. Oh, unsere alte Freundin mal wieder. Wait. I feel some dark energy emanations nearby. Okay, hier sind... I don't think they can bring us any good. Okay, da ist jetzt was mit dem Text falsch gelaufen. Hier steht nämlich, der sagt, er hat nämlich gerade das Shadow gesprochen, aber das Smash Fist steht hier. I think we have some unfinished business with here. It's time to deal with it once and forever. Jo, wir dürfen die Sludge Queen jagen. Queen's Guest. It's time to visit the Queen's Lair. Oh ja, Bossfight Time, wahrscheinlich Abschluss von Capture 2. Zum Glück sind wir voll aufgepumpt. Und da hängt sie auch schon. Okay.
Ist das die Queen? Ja, das ist die Sludge Queen. Ich brauche dringend einen dicken Bombser. Er legt sich schon mal mit der Sludge... Ist er gerade versunken? Ist mein Smashfist gerade versunken? Nein, die Sludge Queen hat ihn umgehauen. Du gehst nicht heil, du holst endlich einen roten Kristall. Ist das euer Ernst, dass sich da jetzt auch ein Sludge Worker mit einmischt? So, Bombsee. Das hat jetzt übelst viel Schaden gemacht. Oh, sie brennt nach. Raus aus dem Sumpf da. Genau. Mein Forster steckt das leider nicht so gut weg. I can't use this ability in swamp. Ah, ich seh mal den Health-Balken. So, raus da zum Heilstein. Mal wieder. So. Sludge Queen, wo bist du? Ihr müsst den Worker loswerden. Oh. Ich sollte mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, den Worker loszuwerden. Der ist nämlich furchtbar nervig. Nicht den Worker, den Warrior. Mit den Kleinen kommt der Smashfist ja ganz gut klar. Nur der Sludge-Worker ist so ein Problem. Der Warrior ist ein Problem. Was macht der da? Kann der nicht mal stehen bleiben? Oh, wo laufen die alle hin? Das ist doch nicht... Das ist nicht richtig. Ah. Ich krieg den Bastard nicht. Okay, ich muss neu anfangen. Ich habe mich da total verkalkuliert. Ich muss erst den Warrior ausschalten, bevor ich mich weit um die Queen kümmern kann. Weil wenn die Nahkampf-Workers kommen da, dann ist das nicht gut. Abschluss, Logbucheintrag Nummer 38, Captain Kirkbeard. Unser Außenteam hat es geschafft, die Maultiere der Karawane zu befreien. Leider sind unerwartete Probleme aufgetaucht. Die Sludge Queen, der sie damals begegnet sind, als sie die Anomalie zerstört haben, hat angefangen, sie weiter zu jagen und sie nun in die Enge getrieben.
Sie wollen dieses Problem jetzt ein für alle Mal aus der Welt schaffen. Doch das scheint leichter gesagt als getan. Kirk Beard, Ende.